Die Olle meldet sich zurück und wie ihr seht, habe ich endlich meinen Raum. Das heißt, ja, die Wand fehlt noch, aber da fehlt auch ein Fenster. Also nein, es ist jetzt kein Loch da, aber ja, alles so zu seiner Zeit. Bei Fensterlieferzeiten von 3 Monaten wird das noch ein bisschen dauern. Gut, aber ich habe wenigstens schon mal den Hintergrund. Ich habe meinen Raum. Okay. Ha, zurück von meiner Euphorie. So, und zwar fange ich heute mit den USA an. Kleines USA-Update. Heute ist der 21. Januar. Und das bedeutet, in Amerika jährt sich nun die Präsidentschaft von Joe Biden. Ja, es ist jetzt ganz, ganz spannend. Ich meine, ich würde mir wünschen, dass das wahr ist. Ich habe aber leider nichts dafür gefunden und ich habe mir ein Dokument angeguckt mit ungefähr 1200 Seiten und ich habe dazu jetzt nichts gefunden. Aber sagen wir mal so, es war vorgestern Abend, ich war müde. Und Steuerung F, also die Suchfunktion, hat halt nicht so viel rausgespuckt. Vielleicht habe ich falsch gesucht. Kommt durchaus vor. Ist manchmal nicht so ganz einfach. Vor allem, wenn man schon weiß, dass die amerikanischen Behörden gerne so ein paar Dinge einbauen, damit man nicht auf Anhieb solche Sachen findet. Okay. Gut. Also. Und zwar habe ich gefunden, dass angeblich eine unrechtmäßige Regierung für ein Jahr regieren muss, bevor sie vom Militär abgelöst wird, um ja, den Umsturz oder um die richtige Regierung in Platz, also an die richtige Stelle zu rücken. Ich meine, was man da so hat. Ich meine, wenn man jetzt einfach mal nur Trump beobachtet, gab es viele Nachrichten halt darüber. Also erstens hat Trump in einer Rallye oder auf einer Rede, mit einer Rede gesagt, dass sich ja bald das eine Jahr, das war allerdings, glaube ich, nach Weihnachten. Und insofern haben wir es viele noch vielleicht auf den 6.1. bezogen, wo es ja angeblich einen gigantischen Sturm auf das Kapitol gab, wo die Polizisten die Leute aber eingeladen haben, reinzugehen und wo es V-Männer gab, die gesagt haben, wir müssen das jetzt stürmen, die aber kurz danach schon wieder auf freiem Fuß waren. Also die wollen lieber die anderen alle einsperren, aber nicht diese Figuren, die halt ganz, ganz vorne dabei waren. Okay, gut. Ja, Sprichbände. Ich meine, wir kennen das alle oder wir wissen alle, was das wahrscheinlich zu bedeuten hat. Okay, wir gehen weiter. Und zwar, ja, auf jeden Fall hatte er auf das eine Jahr hingedeutet. Und ja, dieses Gesetz, ich habe es, wie gesagt, nicht in den eigentlichen Papieren. Also das war Law of War Manual, also das Handbuch der Gesetze zum Krieg. Ja. Ich habe leider nichts gefunden. Gut. Aber, naja, da gebe ich jetzt mal nicht so viel drauf. Dann weiter. So, das heißt ein Jahr und das wäre heute. Das heißt, ich meine, für die hat der Kalendertag ja in Washington DC bereits angefangen. Aber das geht natürlich jetzt noch ein bisschen durch. Das dauert alles noch ein bisschen. So, das heißt, das könnte dann vielleicht heute spannend werden. Und ich meine, was wir ja auch noch so nachrichtenmäßig vielleicht, also der ein oder andere mitbekommen hat, ist, dass Trump sozusagen, wenn Joe Biden mal seinen Keller, ach nein, Moment, dass er
Weiße Haus verlassen hat, dass Trump ihm dann doch folgt, sozusagen, und dann nochmal eigene Regierungsgespräche führt. Und ich meine, Mike Lindell, ein absoluter, ja, Kämpfer für Freiheit, für Patrioten, Konservative, was auch immer, hat von vornherein an Trumps Seite gestanden und er hat von vornherein gesagt, dass sie genügend Daten gesammelt haben, um ja, beweisen zu können, dass diese Wahl gefälscht wurde. Wer das sehen möchte, in Originalsprache gibt es das auf frankspeech.com. Also das ist sogar tatsächlich von Mike Lindell die eigene Seite. Eigentlich sollte das mal zu einer Social-Media-Seite werden, aber irgendwie laufen da immer jetzt nur so seine Videos. Ja, schade. Abgesehen davon, dass man dann wahrscheinlich über VPN gehen muss, weil als Deutscher man sich da gar nicht erst anmelden kann. Schade. Naja, egal. Ja, auf jeden Fall ist das jetzt erstmal so die Faktenlage, die Sachlage. Ich würde es mir wünschen, ich würde es mir echt wahnsinnig wünschen, wenn das stimmt. Aber gut, wir werden es wahrscheinlich heute irgendwie im Laufe des Tages erleben oder halt auch nicht. Also irgendwie geht mein Bauchgefühl Richtung das Letztere, aber das hat in dem Moment auch nicht viel zu sagen. Ich weiß, dass es insgesamt in die richtige Richtung geht, aber da sagt mir mein Bauchgefühl, naja, das ist mal wieder eine lahme Ente. Gut. Dann dazu. Ja, was wir auch auf jeden Fall sehen können, was sehr interessant ist, ist, dass die ganzen Stars aus Hollywood jetzt nach und nach gerade ihre Villen verkaufen. Und ich meine, man muss sich ja schon fragen, warum tun sie das? Ich meine, war doch Pandemie. Bessere Zeit, um ins Filme zu gucken, gab es doch nicht. Also sie müssten doch eigentlich alle gut versorgt sein, oder? Warum verkaufen die auf einmal alle ihre Villen? Und liquidieren ihre ganzen Eigentümer oder Besitzer. Komische Sache. Wenn man da einfach nur so drauf schaut. Wenn man im Hinterkopf hat, dass Trump den Kampf gegen den Deep State oder gegen den Sumpf schon lange, lange angekündigt hat. Ich meine, man mag halten, was man will von diesen Sachen mit, ja, Tom Hanks ist definitiv in einem Regierungsgebäude. Ja, also ich glaube da dran, weil wenn man so eine Regierungscode sieht, aber sie haben ja dann irgendwas, also man hat das ja immer alles übertüncht und dann gibt es ja diese komische Show, wo er angeblich in seiner Küche steht und so. Sagen wir so, Satan ist weit verbreitet und der satanische Glauben. Und die Symbole rund um Satan sind doch schon einigermaßen heftig. Und da ich ja auch Kuhgläubiger bin, aber ja, oder ein Kuhversteher, klingt das cooler? Egal. Ja, ich mich mit Kuh beschäftigt habe, kam ja auch, dass Symbole ihr Untergang sein werden. Und man konnte jetzt gut sehen, dann in der Pandemie oder halt auch mit Trump, wer alles sich diverser satanischer Symbolik bedient hat. Und ja, insofern konnte man ja jetzt das ganz gut einkesseln. Und ich meine, so eine 80-jährige Madonna, die immer noch aussieht wie eine 20- bis 30-jährige, ist schon irgendwie spooky, weil das kriegt man auch mit genügend Schönheitsoperationen so nicht hin. Also muss da noch irgendwas im Hintergrund laufen. Und ich meine auch Cher, die sieht jünger aus heutzutage als damals mit 29. Also, ich finde das komisch, tut mir leid, wenn ich das hinterfrage. Ja, gut. Also es rumort auf jeden Fall ganz kräftig drüben in den USA und es scheint auch schon echt ziemlich Richtung Ende zu gehen. Und was auch sehr herrlich ist, also ich habe jetzt dann auch schon so das Video, oder es gibt dann schon so Videos,
dass wenn Biden doch mal auf Versammlungen erscheint, dass und er wieder irgendein Lügenkonstrukt auspackt. Also da gab es dann mal einen, der dann sagte, ja, das, was du doch gerade erzählst, das trifft doch alles auf deinen Sohn zu, so unter Motto, versuch mal nicht andere zu platt zu machen. Und ja, und dann gibt es halt dann so schlagartig die Rufe, fuck Joe Biden. Ja, beziehungsweise das hatte ja eine Reporterin irgendwann mal zu Let's Go Brandon gemacht, aber das versteht der liebe Biden ja nicht. Ja. Insofern, also anstelle, ich meine, ich finde das schöner, wenn man Let's Go Brandon ruft, anstelle Fuck Joe Biden. Ich finde es gut. Das hat auch was von subtilem Protest. Gut, auf jeden Fall, das ist das, was da so ist. Ja. Ja, ich bin eben auch ein bisschen schon eskaliert, weil, ja, es hat jetzt die Runde in Amerika auf Getter dann die Runde gemacht, dass Telegram zensiert wird und wir dummen Deutschen werden jetzt wieder als die dämlichen, super dummen Nazis dargestellt, die null aus ihrer Geschichte gelernt haben. Ich bin ein bisschen eskaliert. Ich bin ein bisschen minimal. Minimal. Egal. Also, ich bin auf der einen Seite froh darüber, Deutscher zu sein, weil ich sehe, wie viel doch eigentlich momentan sich bewegt. Also ich hätte eigentlich nicht gedacht, dass es so viele Deutsche schaffen, sich von ihrem Dornröschenschlaf zu befreien. Ich meine, ich finde es sehr, sehr traurig, dass in einem Jahrhundert das dritte Mal Dornröschenschlaf gegeben wird. Oder dass die Leute zum dritten Mal in einen Dornröschenschlaf verfallen. Aber der dritte scheint jetzt nicht mehr ganz so gut zu funktionieren. Ich meine, der zweite war ja auch schon mit Protest der Menschen, dass der immer weiter aufgeht und ja, gut, aber es gehört nicht mehr zu USA. Aber trotzdem, ich bin ein deutscher Patriot. Kann mir das mal eigentlich jemand sagen? Warum ist, wenn man Deutschland liebt, jemand ein Nazi, wenn man aber Amerika liebt, ein Patriot? Und das Wort Patriot, was Positives, und das Wort Nazi, was Negatives. Aber jeder, den du drüben in Amerika fragst, der findet Deutschland toll. Ich meine, abgesehen davon, dass ein Großteil der uramerikanischen Bevölkerung, und nein, ich spreche nicht von den Indianern, dass das deutsche christliche Gemeinden waren. Finde ich ganz cool. Also, wenn man da drüben die Amish, die Hutterites, was haben wir noch, die Mennonites, also wenn man diese ganzen Glaubensrichtungen hört, die sprechen alle noch so ein richtig schön altes, verkorkstes Deutsch. Finde ich cool. Ich meine, ich habe manchmal auch eine lange Leitung und ich habe, als ich Pennsylvania Dutch gehört habe, dachte ich, wieso so aus, ne, ja, holländisch aus. Aber dass das Dutch nicht holländisch heißt in dem Fall, sondern dass das Dutch von Deutsch kommt, habe ich erst begriffen, als ich die Leute in Pennsylvania Dutch habe reden hören. Gut. So viel dazu. Naja, also, es geht voran. Leute, schaut positiv. Positiv. Ja, also großer Bruder Amerika räumt auf. Zumindest glaube ich das, hoffe ich das. Aber es passiert auf jeden Fall was. Es passiert auf jeden Fall was. Die Welt bleibt nicht untätig stehen und lässt den Great Reset starten. Beziehungsweise doch, es wird ein Great Reset vorkommen, aber der wird nicht so werden, wie sich das Klaus Schwab und Co. so gerne wünschen. Ich glaube, das kann man so. Also, stur lächeln und winken und dann sehen wir uns.